Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Virenqueen Mathilde. Okay. Ah ja, sie ist verseucht. Also ich bin im Spiel verseucht und sie ist im wahren Leben verseucht. Jo. Und das war mal so ein Wildschwein to go für nebenbei so. Ja, wir sind jetzt mal losgezogen. Ist hier gerade ein Zombie? Nö, gut. Wir sind mal losgezogen und zwar, wo ist denn unsere Basis? Da. Und sind so 4 Stunden ungefähr bis hier hingelaufen. Ich muss noch ein Stück. Denn Mathilde war da mal und hat einen See gesehen. Und darum gucken wir uns jetzt die Gegend nochmal an. Ja, und währenddessen bin ich in der Nacht noch gestorben im Bergwerk. Hab Eisen gefunden, wollte ein bisschen Sand wegschaufeln. Und schwuppdiwupp sind so 20, keine Ahnung wie viel, aus 10 Meter Höhe alles runtergekommen und ich hatte keine Chance, bin sofort gestorben. Und ja, jetzt gehst du mal ein bisschen spazieren, triffst auf 1, 2 Zombies und bist schon wieder verseucht. Also es läuft. Ich sehe da vorne, glaube ich, sogar eine kleine Insel, aber auf der anderen Seite des Sees. Fantastisch, ich laufe gerade in deine Richtung. Ja, ja, du, das ist so oder so rum ein unglaublich weiter Weg, aber sowas kann man sich ja merken und da kann man dann ja irgendwann mal eine Brücke hinbauen. Boah. Das stimmt. Ist ja leicht. Ich habe nämlich so eine Übergangsbasis, eine potenzielle, habe ich hier nämlich gefunden. Schön im grünen Gebiet. Ja, okay. Ich würde aber dann vorschlagen, dass wir trotzdem noch die nächste blutrote Nacht auf jeden Fall noch in der alten Basis verbringen. Definitiv. Oh, wir können es ja auch so machen. Wir können ja auch quasi hier erstmal bleiben und rennen erst am nächsten Tag zurück. Das können wir auch machen. Tag 13 und befestigen hier erstmal die Basis. Das können wir machen. Können wir uns heute jetzt die Zeit mit Bäume hacken und Fallen aufstellen verbringen. Genau, nebenbei noch die Gegend ein bisschen erkunden. Ja, also eine Stadt ist hier ja auch so relativ in der Nähe im Nordosten. Auf der anderen Seeseite habe ich auch schon gesehen, dass da was ist. Das Schöne ist natürlich dadurch, dass wir jetzt doch relativ weit uns von unserer ursprünglichen Basis entfernt haben, dass wir einfach einen neuen Ausgangspunkt haben. Ja, aber ich glaube, vor einer alten Basis hatten wir halt eine Stadt in der Nähe. Ne? Aber die eine Stadt ist ja auch, wo wir waren, die ist ja direkt über uns quasi. Ja, ja. Es ist nicht so weit weg. Aber die andere Basis war ja dann quasi zwischen 3 Städten. Oder fast 4. Ja gut, aber vielleicht finden wir ja hier dann ein Huhu, Taschenmotorrad. Ja, Taschenmotorrad wäre super. So eine Landzunge, oder wie sie da schimpft, sehe ich hier nicht. Geht's, nee, habe ich auch nicht gesehen. Geht's hier noch tiefer, oder ist das halt nur... Oh, so tief ist er gar nicht hier. Aber wenn es ein relativ flacher See ist, macht es das sehr viel einfacher mit dem... Aufschütten. Ja, vor allem auch mit dem Bau. Der Brücke. Ja, also er ist nicht so tief wie das eine Mal, als wir sowas gemacht haben. Da war es deutlich tiefer. Ach ja, was der Heinrich jetzt auch mittlerweile hat, ich habe ihm in der Nacht einen Bergbauhelm gebaut. Genau, da kann man so schön leuchten. Braucht man keine Fackel mehr. Ach, geh doch nach Hause. Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Ich fange schon an, Holzstacheln zu bauen. Ja, ich bin hier noch so am Rumlaufen, aber... Das Schöne ist, wir haben hier sogar eine funktionierende Schmiede schon drin. Oh, das ist nice. Normalerweise ist meistens immer eine kaputte drin oder so, ne? Ja. Oh, hat er mich noch erwischt? Das gibt's nicht.
Lass dir das mal durch den Kopf gehen, Junge. Ich habe auch unterwegs, ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Warte, ich habe noch einen Kochtopf unterwegs gefunden. Ach ja, können wir erstmal nehmen, ne? Ich wollte mal was anderes machen. Mach mir mal eine Steinschaufel, dann können wir nämlich schon mal hier ein bisschen Eisen produzieren. Ja, können wir gebrauchen zum Reparieren. Ja. Ah, da hinten, was ist das denn da? Das könnten ja auch mehr so abgesägte Baumstümpfe sein. Also das wäre toll, wenn es mehr hier geben würde. Achso, ich habe gerade überlegt, was du meinst. Damit ich hier an Honig komme. Ja gut, aber wir gehen ja morgen dann noch zurück und da hast du dann ja Antibiotika. Ja, stimmt auch. Schade, auch das ist hier keine Landzunge. Das sah so aus. Oder man baut hier rüber, keine Ahnung. Ja, ich habe ja wie gesagt, also ich sehe da zumindest etwas, das könnte ein Inselchen sein. Aber ob es wirklich eins ist, sieht man erst, wenn man drüben ist. Ja. Ich laufe mal weiter und hack nebenbei Holz. Mach das. Ein Baum und ein bisschen laufen. Ach, jetzt friert doch nicht, Junge. Alles gut. Habe ich jetzt nämlich auch schon mal ein bisschen Lehm und von den Steinen habe ich schon Eisen. Das heißt, wir können direkt in der Schmiede schon ein bisschen was produzieren. Mhm. Yes, aus der Entfernung Schleichangriff. Haha, noch ein Reh gekillt. Sehr gut. Wildschwein, Reh. Ich wollte eigentlich ein bisschen Holz hacken und nicht jagen, aber hey. Ja, wenn so ein bisschen Eisen dann noch fertig ist, können wir dann auch schon ein Dings machen, Kochgrill, und dann können wir nämlich ins Wildbrett machen. Yummy! Ist auch meine Axt schon fast im Popo. Deine Axt ist im Popo? Ich wollte mich nicht so vulgär ausdrücken. Du meinst im Arsch? Yo. Sag das doch. Ich glaube, im Arsch ist nicht so schlimm. Nicht? Weiß ich nicht, also...
Also hier ist so ein bisschen eine Straße, was wieder hier so von Wasser durchteilt ist, aber nur so ein Fitzelchen. Ja, ich hatte sogar noch ein bisschen Eisen dabei. Habe ich immer. Es ist doch schön, wie viel schneller das mit dem Hacken geht im Vergleich zu Beginn, wenn man eine vernünftige Axt hat. Ja, mit der Steinaxt ist ein Horror. Denkt an die Natur, pflanzt Bäume. Das machen wir erst bei uns in der Bar. Hinten hacke ich sie nur, das ist mir Wumpe. Immer gucken, dass nicht ein Zombie hinter einem auftaucht. Auch ganz wichtig. Habe ich hier nicht aus dem Augenwinkel von dort einen Rucksack gesehen? Mich irgendwo geirrt. Offensichtlich. Ja, ich glaube, ich habe sowas jetzt gefunden, was sowas ähnliches, also man könnte mit viel Buddelei könnte man dick hier was machen. Wie viel Buddelei ist viel Buddelei? Kannst du dich noch an diese eine Insel erinnern, die ich abtrennen wollte damals? Oder dieses eine Landteil? Ja. So viel Buddelei ist das hier auch. Wenn du hier einmal gerade 5 Fuß breit oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was du gesehen hast. Also. Nein. Das war's nicht? Nein. Ich kann ja gleich mal sagen, wo das ungefähr sein müsste. Oh, da muss ich einmal hier kurz an den Rand gehen. Ah, hab den Biker gar nicht gesehen. So, ich hab den Weg, den mal mit dir geteilt, den Punkt. Okay, ich guck gleich rein. Ich so der Meinung bin, dass ich in Sicherheit bin. Da renne ich jetzt gerade hin. Bin ich ja quasi gleich da.
mir fallen einige Bäume. So, oh. Also auf meiner Karte habe ich nicht genau gesehen, wo das Ufer ist. Also ist so ein Anhaltspunkt nur, nicht genau, ne? Bär ist da. Ich sehe den Arsch eines Bären, ja. Oh. Ein Arschbär. Bären schlucken ganz viele Pfeile. Ja, und wir sehen gerade hier ein... Der Zombie lebt noch? Der Bär hat ihn eine gegeben, aber der Zombie lebt noch. Da sehe ich eine Insel, aber die ist komplett im Wasser. Ja, sehe ich doch, dass das eine Insel ist. Okay, ich schwimme rüber. Whee! Ah, hier ist es ein bisschen tiefer für eine Brücke, aber ich glaube, das geht hier noch. Von der Tiefe. Oder? Ja, ja, das geht noch. Boah, finde ich auch. Dann wird das hier unser nächstes Großprojekt. Zwei Brücken brauchen wir diesmal. Und in der Mitte kommt dann eine schöne Festung. Und dann sollen sie kommen. Dann sollen sie kommen, die Parasiten. Ist aber wirklich ein großes Großprojekt. Ja, müssen ja ein paar Videos machen. Ich würde nämlich tatsächlich damit anfangen, von hier, wo wir jetzt sind, eine Brücke zu bauen, ne? Genau. Dann kann einer die Basis machen und dann halt die nächste Festung. Brücke. Das war so von beiden Seiten. Du bist Festungsarchitekt, ich bin Brückenarchitekt. Okay. Ich würde diesmal eine andere Form wählen als letztes Mal. Letztes Mal hatten wir so eine, sag ich mal, ein Rechteck. Und mit Innenhof quasi. Aber doch, das geht hier eigentlich auch wieder. War doch eigentlich ganz in Ordnung, würde ich sagen. Nee, ich dachte, das würde so von der Form nicht passen, aber... Hier ist nur viel, was man wegkloppen muss. Und du bist jetzt genau gegenüber, ne? Mit unserer Hütte da. Hm. Da brauche ich doch bestimmt 2 Stunden zum Schwimmen oder so. Kannst es ja probieren. Ja. Das Gute ist, es ist hier fast alles eben. Also wir mussten das eine Mal echt, wir waren 1-2 Tage mit beschäftigt, das alles mal auf eine Ebene zu kriegen. Ich glaube, das war mehr als 2 Tage. Scheiße, Axt ist kaputt. Ach, Axt reparieren. Waren mehr, ja? Ich meine ja. Fangen wir erstmal an mit dem Holz hier. Holz brauchen wir ja eh gerade. Das heißt, der Plan ist jetzt, wir fangen schon mal die Nacht an, so ein bisschen hier die Hütte vorzubereiten. Wir würden im Laufe des nächsten Tages zurück zur alten Basis laufen. Die verteilt nochmal ein bisschen aufmotzen, denke ich. Genau, damit wir da die zweite gute Nacht verbringen können. Dann kommen wir wieder hierher und kümmern uns drum, die neue Basis zu bauen auf der Insel. Beziehungsweise erstmal die Brücke. Genau, und ich glaube, dann würde ich sagen, bauen wir das da hinten so aus. Ach, ich sehe gerade von der Entfernung, dass da irgendwie ein Baum gefallen ist. Ne? Dass wir dann halt wirklich in der alten Basis dann die letzte Nacht dann quasi, die letzte blutrote. Ja. Wir müssen dann sowieso gucken, was wir überhaupt mitnehmen können. Ich glaube, alles werden wir nicht mitnehmen können. Nee. Dann müssen wir uns von vielen verabschieden und auseinandernehmen. Da wir leider keine Motorräder haben,
Ja, mit Motorrädern wäre das einfacher, ne? Also. Ja, dann würden wir auch nicht 4 Stunden für den Weg brauchen, dann würden wir vielleicht eine Stunde oder so brauchen. Ich freue mich auf das Update. Oh, ich mich auch. Wenn wir natürlich das Update haben, dann müssen wir, denke ich mal, den Server neu starten. Oder neu installieren, glaube ich. Ja. Aber wir können, glaube ich, das Spiel dann hier quasi nicht fortführen. Ist ärgerlich, wenn man jetzt gerade irgendwie eine Basis hat, wo man sagt, hier könnte ich mich wohlfühlen. Aber egal, wir werden uns das schon schön machen und bei dem Update können wir dann auch gucken, dass wir irgendwie das ein oder andere mal streamen. Wenn vielleicht kann man das ja weiterspielen, ich weiß es nicht. Ja, das wäre natürlich super. Na, aber ich freue mich dann auf die neuen Fahrzeuge. Ja, alles neue. Das hatte mich ja das eine Mal so geärgert, als ich eine Mod installieren wollte. Dass die für die Version 14 irgendwas war und ich hatte aber natürlich schon 16 irgendwas. Wobei mir gerade einfällt, die bringen ja auch neue Gebäudetypen. Da die Map ja eigentlich schon erstellt ist bei uns, denke ich mal, du musst die Map neu machen. Ja. Weil wie willst du dann die neuen Gebäudetypen bekommen? Aber Vorsicht beim Fallen aufstellen. Lauf nicht in deine eigene Falle. Ach, ich komm schon mal rüber geschwommen. Naja, schwimm schon mal. Und dann noch. Ach, ich kann noch ein bisschen gehen hier. Wir haben da nämlich noch so ein, zwei große Steine auf der Insel, die wir abtragen müssen. Aber bringt ja. Oh, bis hier kann man gehen. Ist ja nett. Ich gehe, glaube ich, immer noch. Ich schwimme gar nicht, ich gehe unter Wasser. Okay. Oh, jetzt wird es tiefer, leicht. Das ist so eine Schräge und jetzt bin ich unter Wasser. So, ich habe tatsächlich schon Stacheln einmal um die komplette Hütte rum. Ich komme dann gleich noch mit 48 oder so. Ja, super. Dann können wir noch so eine Linie vorziehen, so quasi. Aber das Haus machen wir uns dann schon ein bisschen schick, so wie das alte auch. Genau. Nee, ist aber wirklich gut, dass es nicht so tief ist. Also in der Mitte wird es ein bisschen höher, alles gut. Nee, war gar nicht die Mitte. Die Insel ist ja die quasi so die Mitte. Hast du schon Bäume gepflanzt? Ja. Aber die sind noch nicht so weit, ne? Nein, die habe ich ja erst heute gepflanzt, da siehst du noch nichts. Okay, okay. Mir fällt gerade auf, wir hätten die Küchentür schließen sollen. Weil unsere Waschmaschine läuft. Also falls ihr es hört, nehmt uns bitte nicht übel, wir haben nicht dran gedacht. Auch wir müssen unsere Klamotten mal waschen. Echt? Ja. Echt. Ist ja nicht so wie bei Seven Days to Die, wo ich mit den Klamotten so lange rumlaufe, bis sie kaputt gehen. Ich glaube, in der Zombie-Apokalypse ist es auch ziemlich egal, ob deine Klamotten super sauber sind oder ob die ein paar Flecken haben. Nein. Oder ein bisschen nach Schweiß stinken. Das ist ja eklig. Das will man auch in der Zombie-Apokalypse nicht. Ich habe nicht gesagt, dass man es will, aber ich wollte nur sagen, dass man andere Prioritäten hat. Kriegt man noch Waschbretter zu kaufen? In der Zombie-Apokalypse? Nein, generell mal, weil früher hat man es ja noch bis in den 60ern, 70ern so gemacht, dass man ja, wenn man keine Waschmaschine hatte, dann hat man ja die Wäsche noch per Hand gemacht. So mit so einer Reibe, keine Ahnung, wie das Ding hieß. Ich glaube, so ein Waschbrett oder so. Ja, Waschbrett. Naja, und wenn man jetzt keinen Strom mehr hat, dann könnte man sowas gebrauchen.
Aber ich denke mal, die echten Prepper, die wissen schon, wie es macht. So, ich pflanze dann auch schon mal ein paar Bäumchen. Eigentlich sind die Spiele ja so ein bisschen erzieherisch, ne? Wer Bäume hackt. Meinst du, wenn man Bäume pflanzt? Ja, wer Bäume hackt, muss auch Bäume pflanzen. So, dann nochmal die Fallen aufstellen. Treppe hast du auch schon ein bisschen weggekloppt? Die äußere, ja. Super. Die innere noch nicht. Ich habe auch schon Kisten vorbereitet. Müssen nur aufgehängt werden. Super. Ich bin auch gerade schon dabei, Holzrahmen zu bauen, dass wir in der Nacht was zu tun haben. Ganz viele Holzrahmen, weil ich dachte mir, ich kann schon mal für die Brücke anfangen. Ja, das stimmt, aber wir brauchen noch Holz für die Piken. Hat nicht so gereicht. Ja. Also für die erste Nacht wird's reichen, das ist ja kein Problem, aber... Für die erste Nacht reicht das massig. Also zum Übernachten hier. Ja. Da reicht's massig. Na, komm her. Das ist mein Boomstick. Ich meine, soweit wie wir das jetzt schon Haus jetzt schon verteidigt haben, war unser Haus, letztes Haus, erst kurz vor der roten Nacht. Ja, stimmt, aber wenn du halt besseres Werkzeug hast, dann kannst du halt schneller ja, Sachen fertigen. Das ist richtig. Wir wurden noch nie von so einem Bären angegriffen, ne? Nee. Also nicht irgendwie zum Gebäude oder im Gebäude. Nee. Ah, hier ist Blei, Blei. Oh, ich geh jetzt schon mal ins Haus. Ich hack noch den Baum und dann ja. Komme ich auch nach. Aber ich bin froh, dass wir endlich eine Basis gefunden haben. Ja, endlich, ich auch. Also.
Jetzt müssen wir nicht mehr so lange rumsuchen. Jetzt haben wir ein Ziel, wo wir hinbauen, und das ist schön. Ja, man fühlt sich so hängen gelassen. Ja, man weiß jetzt, wo man agieren kann, was jetzt sein Gebiet ist quasi. Und ja, haben ein schönes Haus am See als Übergang. Kann sich doch keiner beschweren. Und dann baut man eine Festung im See. Im See. Ja. Na, sollen sie kommen, die Unterwasser-Zombies. Genau. Dann gucken wir mal, wie es von drin aussieht. Aber mir gefällt schon mal nicht der Eingangsbereich. Ach, ich habe ja keine Steinaxt, ne? Ja, die kannst du ja schnell machen. Ja, ja, ja. Fällt mir gerade wieder auf, dass ich das nicht habe. Aber ich finde, unsere Eingangstüte müsste ja immer so ein bisschen verbessert sein. Ich find's... Achso, ja. Ja, das sowieso. So, und die Fenster müssen raus. Braucht kein Mensch. Als Fenster. Ach ja, ich habe ja selber Licht. Haha. So. Das erste Eisen ist auch schon in der Fertigung. Und das Dick. Ah, ich glaube, draußen ist schon der erste. Oder hast du gerade was kaputtgeschlagen? Ich habe was kaputtgeschlagen. Oh, oh, die Waschmaschine wird lauter. Ob die uns noch verstehen können? Nee, ist doch ein Zombiechen. Das ist ja auch kaputt. Sieht einfach nicht ordentlich aus. Siehst du, ich muss die Aufbewahrungstruhen noch entsperren. Ja, sonst kommst du da ja nicht dran. Genau. So, unten ist, die Frames sind zu. Repariert habe ich hier unten auch schon. Klo reißen mal wieder ab. Jetzt mache ich hier nur wegen Aussehen hier. Zack. Das ist jetzt unser Übergangshaus. Das muss ja auch ein bisschen schicki sein hier, ne? Ah, Treppe ist schon weg, wunderbar. Ja, ich glaube, wir können uns dann erstmal verabschieden, oder? Oh, ist kaputt. Ja. 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 Wir können ja auch zeigen, wie wir ein bisschen das Haus ausbauen. Wir hocken ja jetzt nicht nur rum, wir machen ja jetzt auch was. Na gut, ein bisschen noch Haus ausbauen machen wir. Genau. Soll ich das Fleisch gleich braten, oder? Ne, wir haben noch keinen Kochgrill. Da kannst du aber vielleicht unten in der Schmiede gucken, ob du schon einen Kochgrill machen kannst. Ob da genügend Eisen drin ist. Hm, gucken wir mal. Jupp, den Auftrag gegeben. Sehr gut, das sollte auch nicht allzu lange dauern. Ich habe nebenbei 200 Federn schon wieder gefunden. Fantastisch. Wow. Kochgrill ausgerüstet und gleich. Zack. Kochgrill. Jeeha, Gesundheit. Danke. Gegrillt ist am besten, ne? Ja. Ich könnte hier noch ein bisschen. Ich könnte noch Ei und Speck machen. Das ist doch.
bekommen und den Rest grillen wir. Ach so. Dann hat es ja auch noch Fleisch, das verarbeite ich auch gleich. Gut. Habe ich ein Nachtsichtgerät auf? Ich glaube nicht. Jetzt schon. Cool. Jetzt habe ich leider keine Sonnenbrille mehr. Jetzt sehe ich nicht mehr cool aus. Ja, ich bin einmal rum. Ach so, ja, fantastisch. Oh, ich sollte etwas essen. Leider mit Speck. Oh, ich könnte mal wieder auf ein englisches Frühstück. Speck und Ei und Würstchen. Ja, aber dafür habe ich leider nicht eingekauft. Ach, Mann, oh. Zumindest fehlt uns der Speck. Wenn er langweilig ist, kannst du gerne die ganzen Rahmen aufwerten. Ja, habe ich schon irgendwie vor. Bist du auch da gerade dabei, oder? Nee, ich mache gerade unsere Außenpoller. Ja, aber ich glaube, hier können wir so einen kleinen Break machen. Jetzt einen kleinen Break? Okay. Gut. Dann, ja, wenn ihr irgendwie, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Like, Kommentare. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr ganz lieb seid, dann könnt ihr gerne mal so einen Kommentar schreiben, so mit gute Besserung, Mathilde. Weil die ist wirklich krank und, ja, sie möchte unbedingt halt heute drehen oder wollte heute unbedingt ein Video machen. Ich wollte eigentlich nicht. Ich dachte mir, wer krank ist, gehört ins Bett. Aber zocken geht. Zocken geht. Gut. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.